Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Spider-Man 2. Dann wollen wir mal rumspinnen. Oder so ähnlich. Aber schwingen tun wir uns auf jeden Fall. Und mit dem Jumpsuit hier. Oder nee. Ja, mit dem Schwingsuit hier irgendwie rumfliegen. So. Mit dem Suit. Mit dem Zut-Zut-Zut. Statt der Sup-Sup-Sup. Aber bevor wir dann in die Hauptquest starten, habe ich nochmal überlegt, könnten wir erstmal das mit Marco machen, ne? Das wäre vielleicht auch mal. Ja, warum auch nicht, ne? Erstmal wieder für Ablenkung sorgen. Vielleicht ist der andere Spidey auch in der Nähe. Ach Mensch. Überfall. Ich muss sie aufhalten. Ja. Oder Miles. Ihr steht also gerne? Was für ein Zufall! Ich verhindere gerne Überfälle! Du hättest nicht herkommen sollen, Spider-Man! Oh, Verstärkung für mich? Welch Ehre! Ja. Nein, ich lass dich nicht allein. Wo Keine willst du denn Sorge. hin? Ich bring dich sofort zu einem Krankenwagen. Oh, nur 48 Meter entfernt. Wow, der ist ja tatsächlich mal um die Ecke. Da können wir auch hinlatschen. Ohne dass er ein Schleudertrauma bekommt. Ich hoffe, du hast das Schlimmste hinter dir. Und schon wieder der Typ. Nur dass er diesmal weiße Kopfhörer hat. Statt blaue. Aber es ist immer derselbe Typ. Ich erkenne ihn an der Brandnarbe auf der Wange. Eine Verstärkung mehr? Da kann ich nichts dagegen sagen. Nö. Ja. Ups. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. So. Huch. Wo bist du denn hin? Oh, warte mal. Ich hab's gehört. Ja, da unten, ne? Natürlich in die falsche Richtung. Weil die Verbrechen ja auch nie da sind, wo wir sie haben wollen, ne? Und wehe, die sind gleich weg. Die haben gefälligst auf mich zu warten, ja? Ich bin Spidey. Da muss ich hin. Hey, mischst du meinen Kampf auf oder ich deinen? Wir mischen das Verbrechen auf. Ja. Nice. Was denn? Sind zwei Spider-Man zu heftig? Okay, Spider-Man, zeig mal, wie du mit uns klarkommst. Da ist ja die Verstärkungsbrigade. Schade, dabei war der letzte Take doch ganz gut. Siehst du? Ja, genau so. Mann, ich dachte, ich würde den letzten Treffer landen. Ah, tja. Mut bringt uns alle zu Fall. Huh. Na dann, ich bin aber wieder weg, ne? Ich hab noch was vor. So. Aber Miles ist cool. Ich mag Miles. Da hinten ist anscheinend auch noch ein Foto. Oh, und da ist eine Kiste. Was für ein Glück. Nö. Was für ein Schwein. Mal ein bisschen die Augen offen gehalten und schon gefunden. Ich habe bestimmt auch welche schon übersehen. Glaube ich. Aber ist ja nicht schlimm. Nach und nach finden wir das schon. Finden wir das dann eh schon, ne? Ja, ist ja gut. Dann machen wir zuerst die Dings, dann das Foto. Was haben wir denn da vorne?
Diese Einbrecher sind gleich drin. Ich muss sie aufhalten. Und ihr hier? Ich glaub nicht. Ein Kinderspiel für die Spinne aus der Nachbarschaft. Hier. So, das war da. Damit wir da wieder hinfinden. Kommt alle zu Jirjis Hummus. Hier gibt's New Yorks besten Hummus. Das ist perfekt. Hier. War das ein gutes Foto? Ja. Mach ich. Unser Haus steht für Tradition. Oh, glaube ich. Zugegeben, ich bin zuerst wegen all der Artikel über seine neuen Geschmacksrichtungen hingegangen. Oh. Aber wegen der traditionellen Rezepte komme ich immer wieder. Oh. Klassiker haben ihren Ruf meist aus gutem Grund. Ja, stimmt. Das ist wahr. So, dann gehen wir nochmal die Ecke und dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Marco-Quest. Bevor wir nach Hause gehen und ums Umziehen, ne? So. Genau. Wo ist denn die Marco-Quest? Ach, da hinten. Ah ja. Das ist convenient auf dem Weg. Na, also läuft wenigstens nicht immer gleich wieder ab. Sah auch schon mal anders aus. Nicht gut. Hey Jungs! Liefert ihr euch selbst beim nächsten Knast ab? Gott, du hättest uns, hä? Ja. Glaube ich. Das glaube ich. So. Dann wollen wir mal weiter. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie viel Sachschaden ihr verursacht habt? Ja, die sind schon gar nicht mehr da, wir sind schon weiter. Die können dich nicht mehr hören, Spidey. Wir sind auf dem Sprung, wohin? Typisch. Okay. Ja, genau. Genau das wollen wir machen. Aber da hinten ist noch was. Nö. Nee. Schurken, die Waffen verkaufen. Mein Einsatz. Ja. Yeah. Wir wollen nichts für lange Distanz. Das liegt um das. Oh. Ihr habt hoffentlich eine Quittung. Na dann. Die Stadt wird hier aufräumen. Genau, das wollen wir machen. Dankeschön. Da bin ich gerade auf dem Weg dahin. Ja, manchmal will das nicht so. Ja, hier ist wieder Sand. Ist wieder jede Menge Sand. Noch ein Kristall. Und ja. Keine Sandknechte? Nicht, dass ich mich beschweren würde. Nee, ich beschwere mich auch nicht. Aber vielleicht hat er wieder genug Mind, um dann da, ne? Wo bin ich? Dieses Licht.
Was ist das? Wo bist du? Hallo? Wo bist du hin? Über den Kristall kann ich Markus Gedanken lesen. Ich muss nur wissen, dass es dir gut geht. Diese riesigen Stacheln. Ist der Kristall in ihrer Mitte? Ach so. Sie zerbröckeln. Ich muss weitermachen. Sein Unterbewusstsein fängt an, sich zu wehren. Na komm! Schon stürzt alles ein. Hier. Da ist der Kristall. Hier. Na dann? Ich wollte der beste Vater für dich sein, Kimia. Ja. Danke. Ich weiß. Ich kann nur hoffen, dass sie dich nicht erwischt haben. Oh. Und in Sicherheit bist. Eines Tages werden wir uns wiedersehen. Das weiß ich. Okay. Hey, ich hab schon mal angerufen. Meine Quelle im Raft sagt, dass Marco ständig eine Adresse in Queens wiederholt. Ich schicke sie dir rüber. Das solltest du dir mal ansehen. Bei ihrer Mom. Vielleicht ist Kimia dort. Hey. Bestimmt. Moment. Moment. Ja, nehmen wir es mal mit, ne? MJ, könntest du mich vielleicht zu Marco im Ref durchstellen? Warte, ich überprüfe das mal. Okay. Wo ist denn die? Hier oben haben wir leider keine Schnellreise, ne? Okay. Okay, hui. Alles bereit. Ich stelle ihn jetzt durch. Spider-Man. Entschuldige. Das ja. Chaos. Alles gut. Danke. Du hast mir geholfen, zu Verstand zu kommen. Tut mir leid, dass ich nicht zugehört habe. Ich habe wohl nie den Mann hinter dem Sand kennengelernt. Ich glaube, Kimia ist bei ihrer Mom. Ich bin dorthin unterwegs. Tust du mir einen Gefallen? Wenn sie da ist. Ja. Gib ihr diese Kristalle. Sie sollen sie an mich erinnern. Okay. Pass gut auf dich auf, Flint. Machen wir natürlich. Ehrensache. Sind ja noch ein paar tausend Meter. Nö. Okay. Ups. Dann sind wir auch wieder in der Nähe von der Hauptquest. Ach Mensch, musstest du da unter den Balkon-Dings, unter die Feuertreppe da gehen? Entschuldigung. Eieiei.
Das gehört wirklich zu den Dingen, die du nicht mitnehmen musst. Warum hat er mich gerade nicht aufgeschwungen? Ich bin doch extra durch diesen Luftzug da geflogen. Na, wenigstens etwas. So. So geht's natürlich ganz schnell. Schöne Gegend. Dann wollen wir mal. Sie ist bei ihrer Mom. Es geht dir gut. Ja. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Ja. Vielleicht können ein paar Anwaltsfreunde Besuchsrecht für Marco erwirken. Oh, das wäre süß. Oh. Das ist süß. So, dann wollen wir mal zurück. Wir müssen uns ja schließlich mal endlich mal umziehen. Stinkt bestimmt schon. Ja, da hat schon jemand gehustet. So. Oh. Ich glaube, ich habe da gerade was gesehen. Ach Mensch. Gehen wir doch mal dahin, wo du hin sollst. Aha. Ich hab's doch gewusst. Na komm, mach auf. Ja, Gamer-Augen, ha? Huh? Einerseits die schlechtesten der Welt, aber andererseits erspäht man Dinge. Hin und wieder mal. Ab und zu. Komm. Spidey. Bleib doch nicht da. Muss hier nicht hängen bleiben. Dankeschön. Gut, das nehmen wir noch mit. Vorbei. Ein paar Vollidioten wollen da einbrechen. Genau so, tritt das Ding ein. Du bist ein Einbrecherkönig. Ach, Mensch. Du solltest nicht den Dings auspacken, dein Wingsuit. Du solltest dich randingsen. Ist das der letzte Einbruch, den ich vereitle? Nein. Nicht bei meinem Glück. Nicht wirklich. Glaube ich auch nicht. So. Dann wollen wir mal. Huch. Hier. Na, mach doch mal. Waren wir jetzt so lange weg, dass du verlernt hast, wie man sich umzieht? Ah, nice. Stimmt, wir haben ja ganz viele Anzüge, ne? Du hast eine Stadtmarke erhalten. Mit Stadtmarken, Technikteilen und anderen Ressourcen kannst du neue Anzüge kaufen. Du kannst für deine Anzüge auch neue Varianten herstellen. Stelle die Varianten für den verbesserten 2.0-Anzug her. Wow.
Variante markieren, dann drücken zur Auswahl. Anzüge mit Varianten besitzen zusätzlich zur Originalausführung 3 alternative Varianten. Oh Gott. Zusätzliche Anzüge und Varianten werden durch deinen Fortschritt freigeschaltet. Erwirb sie, indem du Stadtmarken und andere Ressourcen sammelst. Was? Alter! Verarscht mich nicht! Und Miles? Der hier, ne? Yay! Yeah, gehen wir als Duo. Cool. Ist hier noch was? Ja. Okay, hier haben wir auch noch was. So. Also nee, da war nur Dings genau. Okay. Aha. Also ist jetzt Miles, ne? Mhm. Nee, ich will den hier haben. Das ist schon cool. Den nehmen wir schon mal. Okay, ja. Cool. Hey, MJ. Hey, ich wollte dir was in deine Wohnung bringen. Ja. Ist die Hintertür offen? Keine Ahnung. Ich musste heute früh schnell weg. Ich treffe dich einfach dort. Okay, cool. Okay. Sind Miles und du gut in die Schule gekommen? Na. Ja. Was für ein erster Tag für dich. Hoffentlich ist morgen weniger los. Ja, das wird es sicherlich. Bis gleich dann. Ah, ist es schlimmer, als gefeuert zu werden? Es seiner Freundin zu beichten. Ja. Das stimmt. Das ist wohl wahr. Okay. Vor allem, wenn die auch noch sehr erfolgreich ist, ne? Wow. Der Verkehr war furchtbar. Das ganze Chaos vom Sandman. So langsam gefällt dir das Teil wohl. Ja, es ist in der Stadt praktisch, aber ich bin wohl nicht so der Biker-Typ. Aber mein Typ. Oh. Was ist? Bin gefeuert. Du warst doch so begeistert von dem Job. Ich weiß, ich hatte schon das Semester geplant. Wir wollten nächste Woche einen Heli mit Kartoffelantrieb bauen. Tut mir so leid. Oh. Dann sind wir jetzt vielleicht bald beide arbeitslos. Macht Joe schon Hausputz? In etwa. Er gründet eine radikale Leistungsgesellschaft. Ah. Was heißt das überhaupt? Keine Ahnung. Dass jeder, der nächste Woche keine Titelstory schreibt, gefeiert wird. Oh nein. Ja, dann bist du ja fein raus, weil du die Beste bist, die sie haben. Was ist da drin? Unverkaufte Simkaria-Bücher. Oh. Bei mir ist kein Platz mehr. Aber du hattest doch gute Kritiken. Und 14 verkaufte Ausgaben. Oh. Niemand interessiert Simkaria. Der Bugel hat den größten Absatz in der Stadt. Dort kann ich etwas bewirken. Aber wenn ich gefeuert werde, weiß ich nicht, was ich tun soll. Brauchst du den Bugel überhaupt für das, was du tun willst? Ich wollte von außen etwas bewirken und 14 Ausgaben. Ich muss die Dinge von innen heraus verändern. Na dann. Ich hab noch nicht aufgeräumt. Hinterzimmer? Ja. Ja. Hinterzimmer. Ich räume mal ein bisschen auf.
Ernsthaft? Und womit willst du anfangen? Achso, okay. Oh Mann, das wollte ich so gern spielen. Mir fehlt dafür nur die Zeit. Ja, das kommt mir bekannt vor. Das nennt man aber nicht aufräumen. Sich Dinge angucken und wieder zurücklegen. Schade, dass der Lehrerjob nicht geklappt hat. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ich könnte echt eine Auszeit gebrauchen. Aber das kann ich mir nicht leisten. Und wenn du das Haus verkaufst? Das geht nicht. Ich könnte schon, aber das geht nicht. Wenn du Zeit brauchst, kann ich dir mit der Hypothek helfen? Nein, nein, das geht nicht. Und du meintest, dass Jonah Kahlschlag machen könnte. Er wird mich nicht feuern. Ich weiß, wie viel dir dieses Haus bedeutet. Ja. Wir kriegen das hin. Du bist zu gut für mich. Ja, definitiv. Hey, hast du nochmal über den Einzug nachgedacht? Das hatten wir doch schon. Ich muss in der Stadt sein, in der Nähe des Geschehens. Aber hier könnten wir so schön zusammen essen. Ja. Hast du denn das letzte Mal zu Hause gegessen? Hast ja recht. Wollen wir denn noch was liegen, was wir wegräumen können? Ah, hier. Peter Parker, blablabla, Hypothek, Kontoauszug, Kontonummer, blablabla, überfälliger Betrag. Wo willst du die 5000 Dollar herbekommen? Erläuterung des fälligen Betrags, laufende monatliche Zahlung, Überziehungsgebühr, fällige Gesamtsumme, Kontodaten, ausstehende Forderungen. Ja. Mit der Hypothek wollte May Feast retten. Jetzt hab ich's schwer. Ja. Hey, was ist das? Was denn? Ist das alles von May? Ja. Stimmt. Ich muss es spenden, aber noch nicht. Was hast du da? Ein paar süße Fotos von dir. Oh. Die habe ich lange nicht angesehen. Oh. Ich glaube, das war in meinem Zimmer. Warum hat sie es fotografiert? Gleichgewicht. Was soll das heißen? Ob es wohl noch da ist? Ich schau mal nach. Sag Gut, dann schau mal. Ich schau mir hier die Fotos an, die du mir nie gezeigt hast. Oh. Okay, mach das. Okay. Wenn du meinst. Wo war das Loch gleich wieder? Gute Frage. Dahinter? Oh. Oh, May. Ja. Was für eine Brille. Ja. Onkel Ben, du siehst gut aus. Ja. Oh. Wo war das Loch? Dahinter? Spider-Man, ist er eine Gefahr oder Bedrohung? Rufen Sie uns an. Bedrohung, definitiv eine große Bedrohung. Ich erzähle Ihnen mal was über diesen angeblichen Superhelden. Er ist weder Super noch ein Held. Also, was ist er? Ein Betrüger? Jemand, der Aufmerksamkeit will? Was war das? Was war was? Peter. Oh, ich dachte, da wäre eine Ratte in der Wand. Hey, was? Was ist los? Nichts. Ich war nur... Ja. In deinem Alter habe ich den Debattierclub geleitet. War Kapitän in der Fußballmannschaft und zweite Geige im Orchester. Jedes Jahr wollte ich wieder etwas Neues erreichen. Aber als ich auf die Liste der besten Schülerinnen wollte, ging nichts mehr. Anstatt in ein paar Dingen gut zu sein,
war ich in gar nichts gut. Tja. Also habe ich zurückgerudert. Gleichgewicht ist eine lange Reise und nicht das Ziel. Oh. Ich arbeite noch dran. Oh. Komm schon. Na los, nur zu. Oh. May mag recht haben. Ja. Es ist einfach zu viel. Hm? Du kannst nicht weitergehen. Ich sollte nach MJ sehen. Ja. Sie sieht sich schließlich gerade deine Kinderfotos an. Willst du das wirklich auf dir sitzen lassen? Vielleicht sind da ein paar Peinliche dabei. Hab einen Tipp. Reft verlegt morgen ein paar Insassen zur Beurteilung nach Ravencroft. Weißt du wen? Nein, aber das finde ich raus. Ah ja. Na dann. Viel Spaß. MJ! Ah, die Ärzte haben mir noch keine MJ-Umarmung erlaubt. Sorry. Harry. Ja, Harry ist wieder da. Hab dich vermisst. Das ist ein Kreischen definitiv wert. Hab das von May gehört. Tut ja. Mir so leid. Und wie war Europa? Ja. Es tut mir leid. Ich wurde isoliert behandelt hier in der Stadt und wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Ist das das Gleiche wie bei deiner Mom? Ja. Es war Vergangenheit. Es ist wohl in Remission. Harry, das ist... Okay. Unglaublich, du siehst toll aus. Oh. Ich fühle mich auch toll. Okay. Ich muss zur Arbeit. Abendessen morgen? Coney Island? Wie in alten Zeiten? Oh. Wie süß. Das ist neu. Ja. Ja, das hat sie gelernt, als wir in Symkaria waren. Wir waren in Symkaria übrigens. Nein. Alles gut. Willst du nicht reinkommen? Eigentlich habe ich gehofft, du hättest Zeit für eine kleine Spritztour. Klar. Okay. Krass, dass der Billigflieger noch auf der Straße ist. Ich dachte, wir könnten rumfahren wie früher immer. Was? Ist das mein altes Fahrrad? Nee, hab's im Internet gefunden. Sieht fast gleich aus, oder? Wow. Ja. Okay. Darfst du denn schon gerade? Und alles. Und das ist echt nicht mein Fahrrad. Bereit? Ja. Wo geht's hin? Wart's ab. Na los. Okay. Ganz sicher, dass du das schaffst? Oh ja, mir geht's gut. Der Stock ist nur eine Absicherung. Ich brauche ihn eigentlich gar nicht. Okay. Ich glaube, du hast mehr Energie als ich. Dann erzähl mal. Was hast du alles so getrieben? Ich war Vertretungslehrer. Mit Betonung auf war. Und ich helfe einem Highschool-Schüler. Er ist was Besonderes. Glückspilz. Ja. Ohne deine Hilfe hätte ich die Matheprüfung nie bestanden. Mhm. Ich habe von einem Boss gelesen. Dr. Octavius. Ja. War bestimmt verrückt. Das kann man so sagen. Definitiv. Ich wünschte, du wärst dabei gewesen. Hm. Harry, warum hast du nicht gesagt, dass du krank bist? Ich wäre sofort gekommen. Der Anblick hätte dir nicht gefallen. Die Behandlung war schrecklich. Ich war drei Jahre lang in einem Tank voller Heilmittel. Ich hatte immer diese Albträume. In einem Tank? Au. Experimenteller Kram. Das ist heftig. Jetzt, das Tor geht zu. Tut mir echt leid, Harry. Moment, das ist die Midtown High. Ist das also unser Ziel? Ich sag weder ja noch nein. Okay. Radfahren haben sie gut implementiert. Hier sieht's noch genauso aus wie vor 10 Jahren. Ja. Danke. Komm schon.
Was sollen wir hier? Wir haben die Highschool gehasst. Tja. Weißt du noch, als Flash und seine Kumpels meinen Laptop geschrottet haben? Die Präsentation war weg. Die für den Jungunternehmerwettbewerb. Daran haben wir Monate gesessen. Okay. Das Landestreffen war am nächsten Morgen. Ich hatte ein Backup auf einem Stick. Aber der lag in deinem Spind. Wir haben die Schule angerufen und gebettelt, uns reinzulassen. Aber die sagten nein, weil es so spät war. Wir waren so verzweifelt, sind um die ganze Schule gerannt und haben jede Tür probiert. Bis wir zu der hier kamen. Warte, was hast du? Wir mussten sie aufhebeln. Brechen wir gerade in die Schule ein? Brechen wir gerade in die Schule ein? Die Luft ist rein. Komm. Okay. Kleiner Flashback. Sicher, dass der Stick in deinem Spind ist? Ja. Was? Ich dachte, du weißt es. Ja, ich weiß es auch. Warum fragst du jetzt nach? Weiß nicht, ich bin halt nervös. Okay. Warte! Das ist Wright Field Rick. Was macht er hier am Freitagabend? Sich das Spiel anhören. Zeig uns den Rookie des Monats, Junge. Du wirst für eine Ewigkeit in diesem Team sein. Laufen wir durch. Na, warte, wer sieht uns? Dieser Stapel ist die Rettung. Dieser Mann meint's ernst, Leute. Wir werden ihn noch viele Jahre zusehen. Die Fans setzen das Team auf der Zielgerade unter Druck. Ziel einfach auf was Lautes. Der Herausforderung gerecht. Eimer? Nee, zu viel Chaos. Hey, haha! Flash? Das war ein Mach dich auf was gefasst. Spiel. Ja. Wir sind schon gut. Jetzt los. So was machen Verbrecher. Bin ich jetzt einer? Nein. Hey, ganz vergessen. Du willst nur den Stick. Ich habe meiner Mom unsere Präsentation gezeigt. Okay. Sie war begeistert. Oh. Ihr einziger Kritikpunkt war der Name. Sie meinte, wir sollten sie Heilung der Welt nennen. Okay. Oh mein Gott, das ist perfekt. Oder? Oh. Dein Spind ist in der Nähe der obersten Treppe, oder? Runter! Hat er uns gesehen? Ich glaube nicht. Wir teilen uns. Treffpunkt Turnhalle. Hey, wer ist da? Wir haben Ärger. Hilfe! Ja. Wo bist du, du Mistkerl? Jemand spielt hier einen Streich, was? Ich müsste mal meine Netzschießer auffüllen. Ja. Moment. Im Fotolabor habe ich noch mehr Netzflüssigkeit. Das ist noch neu für mich. Ich muss mir die Flüssigkeit besser einteilen. Aha. Er muss hier irgendwo sein. Also, Bibliothek, Fotolabor, Turnhalle und dann zum Spind. Ganz leicht. Ist frei. Also los. Was war das? Shit. Hey! Oh, ich wünschte echt, ich hätte ein Online-Backup erstellt. Ja. Ich auch. War eindeutig ein Schüler. Den Geist von Midtown gibt es nicht. Lüftungsschächte. Wie für Spinnen gemacht. Den nicht, aber. Och, ich muss erst meine Netzschießer auffüllen. Okay. Aber Spidey gibt's. Okay, wo habe ich die Netzflüssigkeit gelassen? Ich weiß, ich habe sie irgendwo hier drunter gelegt. Aha, hab sie. Mhm. Oh, Mist. Geh weiter. Psst. Dann darfst du nicht quatschen. Jetzt noch richtig.
Mein Timer. Na dann. Verschwende das Zeug doch nicht. Ich sollte wirklich rausfinden, wie ich die Kapazität dieser Dinger erhöhen kann. Ja, aber das machen wir nicht jetzt. Denn jetzt... Ah, wir dürfen speichern, okay. Trotz Flashback, okay. Denn jetzt wird erstmal der Part beendet, ne? Der Timer hat gebimmelt. Wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker. Bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ. Ist doch klar. Ich versuche, einer anderen großartigen Frau nachzueifern. Meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Starb durch Martin Lees Bomben. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man das auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Angriff an?